So, willkommen zu einem weiteren TechView-Vlog und diesmal soll es ein bisschen gehen um die MWC, den Mobile World Congress. Und zwar gab es dort einige Ankündigungen von verschiedenen Herstellern natürlich, wie man sich auch denken kann. Unter anderem hat Nokia wieder einige reichliche Smartphones vorgestellt. Das einzig wirklich spannende Smartphone, glaube ich, an der Stelle, weil das andere war einfach Produktpflege. Wir machen einfach aus einem Nokia 3.1 mit einem Nokia 3.2. Und wir machen ein neues Feature Phone, das nennt sich Nokia 2210, glaube ich, irgendwie sowas. Ansonsten gab es wirklich nicht irgendwie was Neues, was Weltbewegendes. Aber eine Sache hatten sie. Und zwar ist es das Nokia 9 Pure View. Pure View. Erinnert euch das an was? Ich hatte mal ein Smartphone vorgestellt mit Pure View. Und zwar das Nokia 808, das allererste Smartphone mit Pure View. Hat das neue PureView noch was mit dem alten zu tun? Nicht wirklich. Außer dem Namen nicht wirklich. Es gibt zwar immer noch die Carl Zeiss Objektive, die jetzt da drin stecken, aber die Technologie an sich ist die gleiche Technologie, die Leica damals gemacht hat. Leica, ihr kennt das, die hatten so ein Format ähnlich eines Smartphones gemacht und die hatten dann nur anstatt zwei Kameras oder drei Kameras hatten sie da, glaube ich, 15 oder sowas Kameras. Deshalb hieß das Ganze auch Leica 15 oder so. Und etwa so ähnlich oder dem gleichen Konzept folgend gibt es jetzt eben von Nokia das Nokia 9 PureView, das eben dann mit 2, 4, 5 Kameras ausgestattet daherkommt, plus glaube ich noch einem Sensor, einem tiefen Schärfensensor glaube ich und einem Blitz. Und das sorgt eben dafür, dass ihr die Möglichkeit habt, wirklich tolle Fotos zu machen, sagt zumindest Nokia. Und sie nennen das dann jetzt auch wieder PureView. Mit der Technologie selber von eben dem 808er Nokia PureView oder damals danach nachfolgend dann auch Microsoft Lumia 1020 oder sowas hat das gar nichts mehr zu tun, sondern sind dafür im Grunde genommen 5 Kameras, die dort eingebaut sind, die alle 12 Megapixel können, soweit ich das weiß. Es gibt eine TOF-Kamera, einen TOF-Sensor, also einen Tiefschärfensensor und einen Blitz, der glaube ich aus 4 LEDs oder sowas besteht. Alle Sensoren sind 12-Megapixel-Sensoren, die verwenden auch alle die gleiche Brennweite. Das ist interessant, weil das war bei dem Lite-Modell noch nicht der Fall. Da gab es unterschiedliche Brennweiten, um auch Mega-Zooms zu ermöglichen. Diese Zooms soll es jetzt auch geben in einer oder anderen Form, die werden aber digital irgendwie zusammengerechnet. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass von diesen 5 Kameras jeweils nur 2 Kamerasensoren, fast ins Auge reinkommen, nur 2 Kamerasensoren mit einem Farbarray ausgestattet sind. Der Rest sind Monochroma. Sensoren und die sollen natürlich dann dafür sorgen, dass ein bisschen mehr Details mit eingefangen werden. Das heißt, alle 5 Kameramodule werden benutzt, um ein Foto zu schießen und das dann zusammenzurechnen. Das heißt, da werden irgendwie, was weiß ich, über 100 Fotos geschossen, die werden dann zusammengerechnet und dann wird ein detailscharfes, gutes Bild erzielt. Das soll dann vor allen Dingen natürlich bei Rauschgeschichten, also sprich bei dunkleren Aufnahmen, deutlich dafür sorgen, dass das besser funktioniert als bisher. Es gibt sogar die Möglichkeit, Sachen nicht nur als JPEG zu speichern, sondern sogar als RAW-Datei. Wobei ich nicht ganz weiß, was da jetzt gemeint ist. Ob dann tatsächlich von jedem Sensor einzeln ein RAW-Bild übrig bleibt oder ob tatsächlich das Ganze schon in der zusammengerechneten Form, aber ohne weitere Optimierung dann als RAW-Bild rumliegt. Das müsste man, glaube ich, noch rausfinden, ob es dann auch tatsächlich in der finalen Version der Fall sein wird. Das andere ist natürlich Videos, Bilder sind das eine, jetzt habe ich schon verraten, Videos sind das andere. Und ja, wie sieht es auch mit Videos aus? Was wird denn da für ein Kameramodul verwendet? Wie sieht es da aus? Kann man da überhaupt irgendwie diese 5 Kameramodule, kann man die überhaupt irgendwie benutzen für Videos? 30 Bilder pro Sekunde bei 4K soll geschaffen werden und das Umschalten zwischen den Kameramodi soll dann allerdings auch wieder funktionieren, weil bisher ist es so, das hat Golem ja getestet in seinen Bericht reingeschrieben, es stürzt immer wieder ab. Die Software stürzt also immer wieder ab und ja, das ist schade. Was kann man noch sonst für Sachen sagen zu diesem super Smartphone, Kamera-Smartphone? Wobei, ist das das wirklich? Das werden dann wahrscheinlich dann die ersten Tests dann zeigen, weil bisher ist alles noch Vorserie und man weiß es noch nicht, die Software ist noch nicht stabil. Das Nokia 9 hat des Weiteren ein 6 Zoll Display, ein OLED-Display, ein POLED-Display, also Plastik-OLED oder
P steht, glaube ich, für Plastik, oder? Ah, das haben wir mit PoLED-Display, 6 Zoll, eine Auflösung, eine hohe Auflösung, sagt man nur. Genaueres weiß man nicht. Ein Snapdragon 845, interessanterweise anstatt eines 55ers, der ja aktuell in diesem Jahr vorgestellt wird oder in vielen aktuellen High-Class-Modellen drinsteckt. 6 GB Arbeitsspeicher für ein flott arbeitendes System. Ja, 128 GB Flash-Speicher brauchen wir wahrscheinlich für die ganzen Bilder. Ansonsten, ja, MicroSD-Karten sind leider nicht vorhanden. Also das finde ich ein bisschen schade, weil da hat wohl der Platz so ein bisschen gefehlt. Aber na gut, man hat hier 129 GB, aber wenn man gerade viele Fotos damit schießen möchte, macht es einfach Sinn, vielleicht noch eine MicroSD-Karte drin zu haben. Schade, dass das nicht Platz gefunden hat in die Geschichte. Ich bin noch ein bisschen was skeptisch, was das Ganze angeht. Qi-Ladestandard wird unterstützt. Es kann aber auch per USB-C aufgeladen werden. Der Akku hat eine Nennladung von 3320 mAh. Schnellladen wird natürlich auch unterstützt. Cat 16 LTE, WLAN nach dem AC-Standard, Bluetooth in der Version 5.0 und eine Frontkamera für die Leute, die sich dafür interessieren, mit 20 Megapixeln, eine einzige in dem Fall. Und das Nokia 9 soll mit Android 9 dann als Android One-Version installiert herauskommen und Nutzer kriegen also dann direkt das Update so schnell wie möglich, wenn Google das herausgegeben hat. Ich glaube, die Preise stehen noch nicht fest, was das Ganze angeht. Es sieht aber auch so aus, es ist ein komplett anderes Konzept. Also das jetzt PureView zu nennen, ist schon fast Blasphemie, würde ich mal sagen. Weil es hat mit dem eigentlichen PureView-Konzept gar nicht mehr zu tun. Und ob die Bilder dann auch wirklich besser sind, wenn man da 5 Sensoren reinklatscht, wir werden es dann sehen, wenn das Ganze final auf den Markt kommt. Gibt es ein Erscheinungsdatum? Steht jetzt noch nichts dazu. Ich schätze mal, im Sommer diesen Jahres wird es dann erscheinen. Hoffe ich doch mal, das Nokia 9, also für die Leute, die sich dafür interessieren. Dann gibt es von Huawei auch was Neues. Huawei hat sein Falt-Smartphone, sein Klapp-Smartphone vorgestellt, dass man tatsächlich das zweite Display auf beiden Seiten hat und dass man das dann so aufklappen kann. Es hat allerdings an der einen Seite wie so ein Buchgriff einfach eine dickere Stelle, weil der Rest ist wirklich ziemlich dünn. Und an dieser dickeren Stelle sind dann auch die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Das heißt, da habt ihr dann die Möglichkeit, auch nicht Micros, USB-C aufzuladen mit, oder ich glaube sogar Kopfhöreranschluss müsste mit dabei sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Vielleicht ist er nicht dabei. Aber das Display selber, also wie gesagt, wenn ihr es zuklappt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen als normales Telefon. Dann habt ihr nur auf der einen Seite ein Display und auf der anderen Seite ein Display. Und wenn ihr es aufklappt, habt ihr eine größere Displayfläche, quasi ein Tablet mit 8 Zoll Diagonale. Die Technologie ist klar, ist ein OLED. Sollte auch nicht anders möglich sein. Ist also ein anderes Konzept als beim Galaxy Fold, wo man ja das Display nach innen hat. Fold hat den Vorteil, das Display ist nach innen. Ich kann hier ein Gorilla Glas verbauen auf dem äußeren Display, hat also 3 Displays. Und hier kann ich dieses flexible Display haben. Bei Mate habe ich das ja quasi, habe ich hier das Display und da habe ich ein Display. Und dann, das heißt, da kann ich kein Gorilla Glas drauf machen, aber sonst würde das durchbrechen. Deshalb ist das so ein flexibles Material und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da schnell Kratzer drin sehen werden. Sei denn, man klebt da irgendeine Folie drauf. Aber dann müsste man hier eine Folie haben, da eine Folie und an der Knickstelle keine Folie. Ob das so der Bringer ist, wir werden mal sehen. Auf jeden Fall, dieses Mate X hat ein 8 Zoll Display mit einer Auflösung von 2480 mal 2200 Pixeln. Das entspricht einem Seitenverhältnis von 8 zu 7,1. Der Bildschirm ist also quasi quadratisch, könnte man sagen. Fast, ne? Der vordere Bildschirm, also quasi diese Seite, soll eine Größe von 6,6 Zoll bei einer Auflösung von 2480 x 1148 Pixeln haben. Ein Display und eine Gehäusegröße, die auch schon ziemlich groß ist, würde ich mal sagen, für ein Smartphone. Dafür gibt es allerdings oben und unten sehr dünne Display-Ränder. Und wenn man das Display zuklappt, weil ja das eine Stück ein bisschen was dicker ist, wo auf der Rückseite kein Display ist, habt ihr dann natürlich den Effekt, dass ihr quasi so zuklappt. Das heißt, so wird es aufgeklappt
und so wird es zugeklappt. Das heißt, diese Verdickung ist etwa genauso groß oder dick, wie wenn ich das zweite Display zuklappe. Das klappt also dann so daneben ein, neben der Verdickung. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ansonsten schaut euch die Videos an, ich werde es natürlich auch verlinken. Dann gibt es eben bei dem zweiten Display 6,38 Zoll, weil halt eben dieser Mechanismus, bei 2480 mal 892 Pixeln. Und die geringere Breite, wie gesagt, ist durch diesen Griff, der an der Seite dann zu finden sein wird. Was kann man noch sagen zu dem Gerät? Ja, das mit dem Griff ist jetzt eine Notlösung, weil man sonst irgendwie keine Möglichkeit gefunden hat, da Anschlüsse drunter zu packen, und vielleicht ist da auch die ganze Technik drin oder eine Vielzahl von Technik. Unter anderem die Kamera ist auch in diesem Griff verbaut. Und zwar ist das nicht eine Kamera, sondern, lasst mich nicht lügen, lasst mich das mal größer machen. Es sind, glaube ich, drei Kameras, die da verbaut sind, drei Kameralinsen. Nicht Carl Zeiss, sondern Leica-Linsen sind da mit dabei. Und ja, die kann man dann auch zum Beispiel, wenn man das Display umdreht, für Selfies dann benutzen. Diese guten drei Linsen, dann hat man ein super geiles Selfie-Teil. Ansonsten, wenn man das dann umdreht und dann nur diese große Displayfläche benutzt, ohne eben diese Kante an der Seite zu haben, hat man quasi nur ein Display. Ob man damit dann auch so telefonieren kann, nur mit dieser Display-Geschichte, wir werden sehen. Ich gehe stark davon aus, dass das irgendwie gehen muss. Auf jeden Fall ist das schon ein beeindruckendes Stück Technologie, wie ich finde. Und ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es ist auf jeden Fall ein Premium-Produkt. Das kann man auf jeden Fall schon sagen, weil das Ganze soll noch teurer sein als der Samsung Fold. Ich glaube, 2600 Euro. Lasst mich nicht lügen, steht das hier irgendwo. 5,4 mm übrigens dick. Und zusammengeklappt, das ist dann 11 mm dick. Das ist nur für die Leute, die das wissen wollen. Natürlich Kirin 89 steckt da drin als Prozessor, der gleiche, der im Mate 20 Pro verbaut ist. Und wo steht denn jetzt 4500 mAh Akku, 55 Watt Ladung, Schnellladung gibt es dort. Das schnellste war bisher 40 Watt, jetzt sind wir bei 55 Watt an der Geschichte. Das ist also auch ziemlich gut. Ja, der Akku steckt in beiden Displayteilen drin, das ist vielleicht auch interessant. 2.300 Euro soll das Ganze kosten, nicht 600, 2.300 Euro. Ab Mitte 2019 ist das Mate X, dann steht das dann zur Verfügung. Ich bin mal gespannt. Beim Arbeitsspeicher von 8 GB und einem Flashspeicher von 512 GB gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, noch eine MicroSD-Karte irgendwie rein unterzubringen irgendwie. Aber dennoch ein sehr, sehr spannendes Gerät. Nur leider vom Preis her natürlich in einer Kategorie, wo ich sage, wahrscheinlich werde ich mir so etwas nicht besorgen. Außer das mit dem Lotto spielen. Na, wobei, wer spielt denn hier eigentlich Lotto? Ich spiele eigentlich gar kein Lotto. Wenn jemand mal Lotto spielt und den Gewinn teilen möchte, ihr wisst, wo ihr mich findet. Oder wie ihr mich erreicht. So, machen wir mal weiter. Kommen wir mal zu einer Preisklasse, die mir eher liegt und wahrscheinlich auch euch eher liegen würde. 450 Euro, das waren ja vor ein paar Jahren nochmal die Spitzenklassengeräte, die darunter veröffentlicht worden sind. Und Xiaomi, die veröffentlichen ihr Top-Smartphone für 450 Euro mit einer Triple-Kamera in diesem Jahr. Und auf dem MWC haben sie vorgestellt, das ist das Xiaomi Mi 9. Klar, es kommt dann wieder mit der MIUI daher, das heißt einer angepassten Android-Oberfläche. Das heißt, ihr müsst bei Updates ein bisschen was länger immer warten, und eventuell gefällt euch das Ganze nicht, hat man immer ein bisschen so Probleme, was das angeht, und dann muss man mit Launchern und Drittanbieter-Launchern rumexperimentieren, um das irgendwie ins Laufen zu bringen. Ja, das ist dann vielleicht nicht jedermanns Sache, und Android ist so sowieso nicht meine Sache, aber naja, man muss halt irgendwie damit umgehen können. Das Mi 9 ist der Nachfolger des Mi 8, ist eine interessante Geschichte. Es kommt mit der Triple-Kamera daher. Triple-Kamera. Das heißt, es hat auch den neuen Sony IMX586-Sensor drin. Das ist dieser super geniale Sensor, der 48 Megapixel bietet. Dafür allerdings auch, die meisten sich ausnutzen, also die ausnutzen, indem er wirklich 48 Megapixel Fotos schießt, ähnlich wie beim, was waren es, 43 Megapixel des Nokia 808 Furious, sondern tatsächlich 4 Pixel immer zusammenrechnet, um dann das Rauschen zu entfernen und bessere Nachtaufnahmen zu erzeugen. Das heißt, 12 Megapixel kriegt ihr, glaube ich, raus. Und dazu passt dann auch die weiteren Sensoren, die da gebaut sind. Die zweite Linse beispielsweise, eine 16-Megapixel-Linse für den Ultraweitwinkel und für
Makroaufnahmen und dann einen 12-Megapixel-Sensor für Teleaufnahmen. Wenn ihr so ganz nah rangehen wollt, dann habt ihr den 12-Megapixel-Sensor. Zwischen den Kameras kann auch hin und her gewechselt werden, ganz normal, wie man es so kennt, aber so ein ja, verlustfreier Zoom oder sowas, sowas gibt es nicht. Alles ist noch nicht final, also Kamerasoftware hat man auch noch nicht final gesehen, aber es soll zumindest 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde auch aufnehmen können. Und vorne gibt es auch noch eine Kamera für die Leute, die es interessiert. 24 Megapixel Auflösung, also für die Leute, die Selfies machen wollen, auch kein Problem. Ansonsten 6,39 Zoll großes Display, auch wieder ein OLED-Display, 19 zu 9 Format, 2280 mal 1080 Pixeln, also gestretchtes HD, Full HD, wie ich das sehe. Und ansonsten, ja, soll gut in der Hand liegen und so weiter und so fort. Soll mit einem Snapdragon 855 daherkommen, mit 2,84 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, entweder ein 64 GB internen Speicher oder 128 GB internen Speicher. Und ja, 3300 mAh Akku, laden mit 20 Watt, damit das auch ordentlich flutscht. Und es soll auch eine 5G-Variante herauskommen, zusammen mit dem Mi Mix 3, das in der 5G-Variante herauskommen soll und mit einer neuen Farbe oder einer neuen Transparenz Edition, also wo dann hinten wahrscheinlich das Glas transparent ist oder was sie da eingesetzt haben. Das Interessante an diesem Mi 9 ist wirklich der Preis von 450 Euro. Kriegt ihr tatsächlich sogar, wenn ihr nochmal 50 Euro mehr ausgibt, kriegt ihr das Mi 9 mit 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Flash-Speicher und eben dem Snapdragon 855, dem schnellsten Prozessor, den es aktuell auf dem Markt gibt, was ARM-Hardware angeht. Und das Ganze soll bereits dann in den nächsten Monaten herauskommen. Das Mi Mix 3 5G soll im Mai 2019 rauskommen. Ist für uns wahrscheinlich uninteressant, weil 5G haben wir nicht, werden wir wahrscheinlich auch so gar nicht so schnell bekommen. Wo ist denn jetzt der Preis? Wo ist denn jetzt das Veröffentlichungsdatum? Es wird auf jeden Fall in Europa auch verkauft, das Mi 9. Ihr werdet es bei Amazon finden, ihr werdet es in einigen anderen europäischen Ländern finden, in den ganz normalen Shops. Und da könnt ihr euch das, glaube ich, irgendwann mal in den nächsten Monaten dann besorgen. Ich finde jetzt gerade das Veröffentlichungsdatum nicht von dem Kram. Könnt ihr aber selber durchlesen. Ich werde natürlich alles hier verlinken. Dann werdet ihr sehen. Jetzt kommen wir zu Sony. Sony hat direkt so ein Triple rausgelassen. Sie haben. Ja, dann nicht nur Triple rausgelassen, sondern auch Triple in Sachen, ja, ein Duo geändert, im Grunde genommen in Sachen Namen. Und zwar das XA. Die XA-Serie heißt jetzt 10 und die XZ-Serie heißt jetzt 1. Das heißt mit anderen Worten, das Nokia 1 wurde, das Nokia sage ich schon. Nokia 1 ist wieder was anderes. Das ist wieder auch so, deshalb bin ich komplett verwirrt. Bei Nokia ist die 1 das schlechteste Modell, was ihr kriegt, oder das. Ich sage ja immer Einstiegsklasse, das heißt Einstiegsklasse in Sachen Preis, in Sachen Smartphone, das billigste, das günstigste. Und dann geht es weiter mit 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und je höher die Zahl, 9 in dem Fall, ist halt das Beste. Bei Sony hat man sich gedacht, wir machen es anders. 1 ist unsere Nummer 1 ist das Beste und 10 ist die Mittelklasse. Und vielleicht kommt irgendwann mal eine 5 oder was, ich habe keine Ahnung. Was kommt nach dem Xperia 1, das Xperia 2 oder das Xperia 1.1, wie das Nokia mit ihrem Benennung macht. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Leute, also ihr müsst euch was einfallen lassen mit den ganzen Namen. Macht dann meinetwegen dann tatsächlich eine ganz normale Nummerierung, wie das vorher der Fall war. XZ1, XZ2, XZ3, XZ4, XZ5. Macht Sinn. Aber schlimmer ist halt, wenn man so Sachen hat wie, ich glaube, Motorola hatte das mal gesagt. Motorola X, da gibt es halt auch Motorola X 2000 irgendwas, 2014, 2015, 2016, 2017. Landläufig wird das dann X2, X3, X4 genannt, weil eben wegen der Generation, aber offiziell wäre es halt, deshalb denkt euch was mit den Namen aus. Vorschläge nehme ich gerne unten entgegen im Kommentarbereich. So, kommen wir zum Nokia 1, Nokia schon wieder, Xperia 1, Sony ist es, verdammt. Das Sony Xperia 1 kommt mit einem sehr länglich gezogenen Display. Wir hatten 18 zu 9, 19 zu 9, 2 zu 1 also. Und jetzt gibt es 21 zu 9.
Neues Format, also noch länglicher gezogen. Die Breite bleibt gleich, aber nach oben hin geht es weiter. Interessanterweise ist Sony der Einzige, die auf diesen Trend aufgesprungen sind und gedacht haben, dass das Sinn macht. Sie haben dafür allerdings 4K HDR in dieses Display mit hineingepackt. Das heißt, es ist tatsächlich, wenn ihr Filme damit schauen wollt, sicherlich interessant, damit schauen zu können. Auch wenn natürlich das so lang gezogen ist, dass die meisten Filme hier 16 zu 9, was ich auch gerade aufnehme, werdet ihr wahrscheinlich da auch nicht drin mit. Also, das Xperia 1 ist die Oberklasse von Sony, kommt mit einer Triple-Kamera daher. Drei Kameras tatsächlich kommen daher, nachdem das, glaube ich, der Vorgänger hatte nur eine Kamera. Und dann gab es, glaube ich, die Experimente mit der Dual-Kamera auf dem XZ2, wenn ich alles zum Premium, XZ2 Premium. Naja, jetzt das X1 kommt mit der Triple-Kamera daher. Also da haben sie jetzt wirklich drei Sensoren reingebaut. Und zwar sind das einmal ein 12-Megapixel-Sensor und als weitere Besonderheit, nee, nicht einmal, sondern dreimal 12 Megapixel haben sie eingebaut mit verschiedenen Zoom-Stufen, also Tele, Weitwinkel und Normal im weitesten Sinne. Und als Besonderheit ist tatsächlich das 4K-HDR-Display zu nennen, eben im 21 zu 9 Format. Ja, die Kamera soll zwischen den verschiedenen Sensoren einfach hin und her schalten können und man kann dann mit Wischen auch die Brennweiten dann auch noch ändern. Das ist halt der große Unterschied, dass man nicht nur auswählen kann, die Kamera, die Kamera, die Kamera, sondern ich kann tatsächlich zoomen, quasi fast verlustfrei zoomen. Und das soll aber noch weiter optimiert werden, weil die Software noch in sehr frühem Stadium sich befindet. Und in der Standard- und Telekamera kommt dann allerdings auch noch ein optischer Bildstabilisator zum Einsatz, der einem helfen soll, natürlich wackelfreie Aufnahmen zu machen. Im Weitwinkelobjektiv ist das nicht notwendig, aber dafür soll eben auch eine Zeitlupenfunktion wieder mit 960 Bildern pro Sekunde möglich sein in der Full-HD-Auflösung. Außerdem gibt es auch noch Technik aus den Sony Alpha-Kameras, die drinstecken soll. Und da wird es interessant. Man hat daran gearbeitet, die Software weiter zu optimieren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man vor allen Dingen, was in Sachen Autofokus und Augenerkennung und Gesichtserkennung gemacht und gedreht hat. Wir kennen das, Sony ist da relativ großer Vorreiter. Sie haben jetzt, glaube ich, die A6400 vorgestellt. Sie haben ein Firmware-Update vorgestellt für die Sony A9 und da soll eben der Augenautofokus, die Gesichtserkennung deutlich besser funktionieren als vorher. Wenn das dort auch mit eingebaut ist und eventuell man sogar durch Dual-Pixel-Technik bei schlechteren Lichtverhältnissen dann auch noch gute Fotos erstellen kann, weil das soll alles drinstecken, ja, dann wäre das wirklich eine Sache, wo ich mir sage, Sony, da habt ihr dann endlich mal was richtig gemacht, was eure Kameras angeht, weil bisher war es ja immer so, ich habe ja hier so ein Xperia X, die Kameras waren meistens nicht so der Bringer in diesen Sony-Smartphones. Was erstaunlich ist, weil Sony einer der größten Chip- und Sensorhersteller ist und es andere irgendwie mit ihren Chips besser hingekriegt haben. Und deshalb hat man jetzt wahrscheinlich gesagt bei Sony, ja, wir haben wohl Angst, dass unsere Kameras nicht so gut verkauft werden. Dann haben sie gemerkt, ja, wir verkaufen Kameras wie Semmel quasi, wie warme Semmel. Also warme Brötchen. Hört sich aber nicht so gut an. Warme Semmel klingt besser. Also sie verkaufen die wie verrückt, die ganz normalen Kameras. Da können wir jetzt auch mal, weil wir so hinten anstehen, vielleicht mal auch bei diesen Sony-Smartphones rangehen und sagen, ja, wir machen da mal bessere Kamera rein. Und das haben sie jetzt in dem Fall auch gemacht. Das gleiche gilt dann auch für 4K-Videoaufnahmen in HDR. Die sollen noch deutlich besser funktionieren. Dazu gibt es auch eine extra Cinema Pro-App, die also wirklich alles Mögliche einstellen können soll. Und sogar die eigentlich bisher fast ungeschlagene LG-Video-Konfigurations-Pro-Modus-App dann schlagen soll, was die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten angeht. Weil diese Cinema Pro-App befindet sich normalerweise bei diesen Sony-Profi-Kameras eigentlich nur mit drin. Deshalb sehr interessant, was das Ganze wird. Ansonsten die Bravia X1, nee, Bravia, ja, Bravia X1 Engine soll es geben für die Bildverarbeitung, für die Bildoptimierung in dem Smartphone selber. Es könnte wirklich ein richtig geiles Smartphone werden. Ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen mit diesem 21 zu 9 Format. 6,5 Zoll OLED-Display, 21,9.
Klar, man hat jetzt gesagt, oben machen wir einen dickeren Rand rein, das ganze Display wandert was nach unten, damit das noch halbwegs irgendwie mit dem Finger bedienbar ist. Aber wir kennen Android. Sobald du den Browser aufmachst, musst du oben drauf tippen. Das geht dann mit einer Hand nicht mehr. Außer es gibt einen Handbedienmodus irgendwie. Unten der Rand ist auch schmal, aber nicht so schmal, wie der hätte sein können. Da kommen wir gleich nochmal, weil es gibt ja das Xperia 10, was vorgestellt worden ist, was interessanterweise ein ja, moderneres Design hat, irgendwie, finde ich zumindest. Auf jeden Fall, das Display ist auch ein Highlight. Soll noch ein bisschen dunkel sein. Vielleicht wird das sich noch ändern. Wir werden es dann sehen. Es gibt auch Neuerungen in Sachen Fingerabdrucksensor. Es wird wieder so ein Fingerabdruck, fast so ein Fingerabdrucksensor wie beim Xperia X sein und wie bei den ganzen Vorgängern, wo quasi hier ich eben den Fingerabdrucksensor an der Seite habe und dann damit einfach mein Selfish-Device zum Beispiel entsperren kann. Und ja, das soll es auch geben, aber hier ist dieser Fingerabdruckscanner gleichzeitig auch der An- und Ausschaltknopf. Das haben jetzt einige andere Hersteller auch gemacht, aber ansonsten war Sony dafür bekannt. Die haben das jetzt nicht mehr gemacht, sondern die haben jetzt hier quasi da und da noch einen Knopf reingemacht. Das eine ist der Power-Knopf, das andere ist wahrscheinlich die Lautstärke-Wippe oder sowas und haben den Fingerabdruckscanner nicht mehr als Knopf, sondern nur noch als Fingerabdruckscanner. Was haben sie denn dabei gedacht? Also das ist doch wirklich, wo jetzt schon jeder Hersteller auf die Idee kommt, wir machen jetzt noch einen Google Assistant-Button unbedingt da rein, auf die linke, auf die rechte Seite, möglichst dahin, wo, wenn du das Handy aufhebst, du das aus Versehen ausführst, damit Google dann auch noch mehr Daten sammeln kann oder was. Brauchen sie noch einen extra Button für Power und einen separaten Fingerabdruckscanner? Fällt mir auch nichts mehr zu ein. Das Einzige, was mir so einfällt, aber das ist jetzt so Gerüchteküche, ist, sie haben ja diese Fingerabdruckscanner in den USA niemals aktiviert und ausgeliefert. Warum, weiß ich nicht ganz. Vielleicht gibt es da irgendein Gesetz, was das verhindert. Wobei andere Smartphones, glaube ich, Hersteller das ohne Probleme haben einliefern können. Vielleicht ist das einer der Gründe. Ich habe keinen Plan. Es ist so crazy, da fällt mir eigentlich nichts zu für ein. Das ist eine Design-Fehlentscheidung. Anders kann ich das nicht sagen. Ansonsten wird es weiterhin, so wie ich diese sehe, einen extra separaten Knopf geben für Auslösen und wahrscheinlich halb gedrückt halten, um zu fokussieren. Ansonsten 3300 mAh Akku bei so einem großen Gerät. Jetzt haben wir extra in die Größe ziehen lassen. Hat mehr Kamerasensoren eingebaut, zugegebenermaßen. Aber dann immer noch so einen kleinen Akku reinbauen. Ich weiß, Sony ist sehr gut. Sie wählen die Komponenten so aus, dass die extrem wenig Strom verbrauchen, sodass sie auch mit einem kleineren Akku auskommen und dann ähnliche Laufzeiten erreichen können wie die anderen Hersteller. Aber, und sie optimieren auch softwaremäßig und hardwaremäßig und isolationsmäßig und alle mögliche. Aber trotzdem 3300 mAh. Ach, Sony, 4000. Haut da 4000er rein, das Problem ist gelöst. Aber so, ich weiß es nicht. Ansonsten Dolby Atmos Support ist mit dabei. Über Kabel gebundene Kopfhörer. Kein Klinkenanschluss, sondern USB-C, WLAN AC, Dual SIM-fähig. Bluetooth 5.0, NFC, GPS wird mit dabei sein. Vodafone hat hier in Deutschland schon die Dual-SIM-Ausführung angekündigt, nicht im Sortiment zu haben. Das heißt, das Smartphone wird nur mit einem SIM-Kartensteckplatz es bei Vodafone zumindest geben. Ob es irgendwo anders irgendwo vielleicht eine Dual-SIM-Variante hier in Europa geben wird, werden wir dann sehen. Kein 3,5 mm Kopfhöreranschluss und das ist jetzt wirklich keine Designentscheidung, Sony. Das ist einfach eine. Also, das ist keine Entscheidung, dass da kein Platz ist. Also, das ist einfach eine bescheuerte Entscheidung, ganz einfach. Also, Akku größer machen. Die hätten meinetwegen zwei Kameras, zwei Kameramodule eingebaut, dann Tele, also beziehungsweise Normal- und Weitwinkel hätte mir gereicht. Dafür ein Kopfhöreranschluss und 4000 mAh schon Akku. Wären wir alle sicherlich besser bedient. So, wollen wir uns nicht allzu lange daran aufhalten, kommen wir zum nächsten Sony. Dann halten wir uns doch da allzu lange dran an. Auf. Also, das Sony Xperia 10 Plus und 10 kommt auch noch raus. 10 Plus soll jetzt das neue Standardmodell sein. Vorher war es immer so, das Plus-Modell, nee, das Ultra-Modell war das große Modell. Das XR Ultra war das große Modell, das du fast so kannst du mit dir schlagen, also Nokia-mäßig. Vielleicht daher die Verwandtschaft mit Nokia. Nun ja, also Sony 10, so ist der neue Name für die XR-Reihe, für die Mittelklasse.
Und dort gibt es eben jetzt zwei Varianten, die Plus-Variante und die normale Variante. Die Plus-Variante soll die Standard-Variante werden. Es ist die größere Variante, die auch mit diesem 21 zu 9 Format daherkommt, 6,5 Zoll großes Display haben soll. Und 21 zu 9, 1080p gestretched, 2520 eben als Auflösung ist auch ziemlich groß, hat den Vorteil gegenüber dem 1er, dass man oben einen etwas dickeren Rand gelassen hat für Frontkamera, für Hörmuschel und was weiß ich, Sensoren vielleicht. Und unten dafür einen ziemlich dünnen Rand hat, viel dünneren Rand als beim X1. Was auch irgendwie seltsam ist, wie kommt man auf so eine Idee? Beim 10 Plus befindet sich hinten eine Dual-Kamera. Da hat man es richtig gemacht. Dual-Kamera mit 12-Megapixel-Sensoren, mit einem 12-Megapixel-Sensor und einem 8-Megapixel-Sensor, unterschiedliche Sensoren. Gute Porträtaufnahmen mit unscharfem Hintergrund. Ob das Ganze jetzt auch noch mehr können kann, also Weitwinkel und Zoom, nee, wahrscheinlich nicht, sondern es wird tatsächlich nur für die Tiefenunschärfe gebraucht und fürs Zoomen. Zoomen soll eben auch gehen, zumindest zweifacher Zoom soll möglich sein. Optisch heißt es. Ob das wirklich so der Fall ist, werden wir sehen. Es wird wahrscheinlich auch ähnliche Kameraverbesserungen geben wie beim X1. Ob auch diese Cinema Pro-Geschichte drin sein wird, wage ich mal sehr zu bezweifeln. Ansonsten kriegt ihr auch einen etwas langsameren Snapdragon dort rein, den 636er mit 4 GB Arbeitsspeicher. Dann für mich unverständlich, weil beim XA war es noch so, ja, das XA und das XA Ultra, gleiche Komponenten, nur das eine hatte noch, das Ultra hatte noch eine Arbeitsspeicheroption größer, aber hier in Europa, glaube ich, wurden die mit den gleichen Komponenten quasi verkauft. Und also XA2, wo habe ich das XA2? Das habe ich hier hinten. XA2 wurde in der Ultra-Variante auch noch verkauft, etwas größer, gleiche Komponenten quasi drin wie hier. Gab in Asien noch eine Möglichkeit mit 6 GB Arbeitsspeicher oder sowas. Nun ja, hier 4 GB Arbeitsspeicher drin, 512 GB MicroSD-Karten können eingelegt werden, ansonsten 64 GB interner Speicher stehen da zur Verfügung. 3000 mAh starker Akku, wieder das gleiche Problem, noch kleiner als das X1, also. Fällt mir nichts mehr zu ein. Dann gibt es die kleinere Variante, das Xperia 10, das sicherlich für den einen oder anderen interessant sein sollte, der die kleinere Variante haben möchte. 6 Zoll, immer noch großes Display, aber dadurch, dass man ja die Ränder überall geschrumpft hat und dann das ein bisschen in die Länge gezogen hat, sollte es immer noch gut in der Hand liegen. Hat auch wieder die gestretchte Full HD-Auflösung, 2520x1080 Pixel. Gorilla Glass 5 vorne drauf, 21 zu 9 Format, 156x68x8,4 mm. Für die Leute, die das wissen wollen. 13 Megapixel und 5 Megapixel Sensoren hinten, etwas schwächer als beim Plus. Und für Porträtaufnahmen, Verschwindung im Hintergrund, bla bla bla, Zoom, kennen wir. 8 Megapixel vorne. Habe ich beim anderen eigentlich gesagt, was vorne drauf ist? Habe ich eigentlich nicht gesagt, oder? Bäh. Selfies. Wie sieht es mit Selfies aus? 8 Megapixel Selfie, also beim anderen auch 8 Megapixel Selfie. So, nur der Vollständigkeit halber. Ansonsten kommt ein anderer Snapdragon daher, Snapdragon 630 mit 3 GB Arbeitsspeicher. Vollkommen unverständlich. Vollkommen unverständlich für mich. Warum wird da ein anderer Prozessor eingesetzt? Ein langsamerer. Warum nicht der gleiche 636er mit 4 GB Arbeitsspeicher? Macht für mich keinen Sinn, außer ihr wollt wirklich 200 € oder 100 € sparen. Ansonsten macht es keinen Sinn, Sony. Was soll der Mist? 64 GB Flash-Speicher, Steckplatz, MicroSD-Karten, 512 GB. Super. 2870 mAh. 2600 mAh habe ich hier in dem Teil. 2620 mAh im Xperia X. 2 Tage kriege ich mit Selfish S raus. 3000 irgendwas, 400 hier im XR2. Warum muss das jetzt unter 3000 wieder gehen? Im Nachfolger des XR2. Unglaublich. Oder gab es ein XR3? Das ist das XR3, also das 10. Unglaublich. Verstehe ich nicht. Ist mir vollkommen schleierhaft, was sich das Sony wieder gedacht hat. Wieder
gibt es einen Einschaltknopf ohne Fingerabdrucksensor, also das gleiche wie hier. Und eine WIP-Taste für Lautstärke rund runter. Gibt es überhaupt keinen Fingerabdruckscanner? Lasst mich nicht lügen. Fingerabdruckscanner. Er befindet sich wieder auf der rechten Gehäuseseite. Das heißt, man hat den gleichen Mist gemacht wie beim X1. Ein Anschaltknopf, eine Lautstärke-Wippe und einen Fingerabdruckscanner an der Seite. Android 9 kommt zumindest, Bluetooth 5, WLAN AC, NFC, GPS, USB-C und eine 3,5 mm Klinkenanschluss. So wie beim XA2. Zumindest das haben sie uns gelassen. Mensch, bin ich froh, dass Jolla da kein Service für draus gibt, weil das ist wirklich so ein Gerät. Nee, das würde ich mir nicht kaufen wollen. Kommen wir zum Sony-Device, das nicht umbenannt worden ist, das L. Die L-Serie, bekannt als Low-End-Serie oder so, also die Ultra-Billig-Serie, die etwa jetzt aber nicht mehr so ultra-billig ist, bei, sagen wir, bei 200 Euro, wo es losgeht. Die kommt mit einem klassischeren Design daher, würde ich mal sagen, und deshalb wurde der Name wahrscheinlich auch nicht geändert. Ist jetzt die Version, oder heißt jetzt einfach L3, kommt aber auch mit Dual-Kamera daher, nicht in der Mitte angeordnet, die Kamera, sondern an der Seite angeordnet, oben und unten, also ähnlich wie beim, genau, hier beim Xiaomi, oben und unten an der Seite angeordnet. Und ja, das wurde ebenfalls vorgestellt, zusammen mit den anderen Modellen. Kommt mit dem 13-Megapixel-Hauptsensor daher und einem unterstützenden 2-Megapixel-Modul. Das wird dann nur für die Unschärfe zuständig sein. Bin mir relativ sicher, Zoom wird es da nicht geben. 8-Megapixel-Kamera vorne, wenn das nicht die gleiche Kamera ist, die die beim X1 und beim X10 auch mit reinpacken. Das Display ist etwas größer geworden, statt 5,5 Zoll im 16 zu 9 Format, was beim Vorgänger noch da ist, ist man jetzt beim 5,7 Zoll angelangt, allerdings im 2 zu 1 Format. Dadurch ist das etwas schmaler, das Gerät, und etwas kleiner geworden, also 154 x 72 x 8,9 mm, hat allerdings nur eine 1440 x 720 Pixel Auflösung, also eine gestretchte 720p Auflösung. Es gibt also weiter keine Full HD bei der Einstiegsklasse, die fast 200 Euro kostet. Ja, da würde ich sagen, schaut euch mal bei anderen Geräten um, die 200 Euro kosten, weil das ist nicht wirklich der Bringer. Dann sehe ich auch eine Problematik. MediaTek wird eingesetzt als Prozessor der P22, MT6762. Langsame Updates. Wir kennen das von der XA-Serie, als sie noch auf MediaTek gesetzt haben. Da sind die Updates irgendwann mal komplett eingeschlafen. Da gibt es keine Updates mehr. Also, ne, Ende Gelände. Das ist also ein Phone. Wenn ihr das kauft, in einem halben Jahr kriegt ihr keine Updates mehr. Heißt im Grunde genommen Elektroschrott. Warum Sony das macht, weiß ich nicht. Um wahrscheinlich den Preis zu drücken für die Leute, die sich sowas kaufen wollen. 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, aufrüstbar 500 bis 512 per MicroSD-Karte. 512 GB per MicroSD-Karte. Ansonsten, ja, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Warte, warte, nein, nein, nein. Der Hersteller ist immer abgerückt, den Fingerabdruck hat er auf der Rückseite. Also kein Fingerabdruck mehr auf der Rückseite, weil. Warum? Wir ändern jedes Mal den Fingerabdruck. Jedes Mal, wenn ich mir ein neues Sony-Gerät kaufe, kann ich mir aussuchen, wo jetzt der Fingerabdruckscanner sitzt. Vielleicht liegt der beim nächsten Mal oben irgendwie drauf oder was, oder im Display drin. Ich habe keine Ahnung, was ist. Und unterm Display hat das Sony, glaube ich, noch nicht gehabt. Also, der ist wieder an der Seite und in der gleichen Taktik angebracht wie vorher. Also die komplett schieß mich tot Taktik. Dual-SIM, WLAN AC, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB-C. Auch 3,5 mm Klinkenbuchse ist wieder mit dabei. 3300 mAh Akku. Sony, wollt ihr mich verarschen? Jetzt baut ihr da 3300 mAh Akku rein. Klar, ist der MediaTek, der verbraucht mehr Strom, weil er größer gefertigt ist. Da muss man einen größeren Akku reinbauen, damit man ungefähr auf die gleichen Akkulaufzeiten kommt wie bei den anderen. Hättet ihr dann Snapdragon 630 eingebaut, also das, was in der 10er Variante drin steckt. Beide Daumen nach oben. Wäre eine gute Akkulaufzeit gewesen, aber so. Im März soll es schon auf den Markt kommen, das L3. Schwarz, Silber, Gold. 200 Euro. Nee. Nee.
Elektroschrott. So, apropos Elektroschrott, das war es jetzt für meinen Vlog, der länger geworden ist, als ihr wahrscheinlich vermutet habt, weil ich nicht mit meiner sonstigen Vlogging-Kamera aufnehme, sondern also meinem Fujifilm X-T20 oder X-70, sondern tatsächlich mit dem Sony FDR X3000, erster Vlog. Damit ist es eigentlich ein Vlog, ist es schon eine Show. Also mein herzliches Beileid für die Leute, die von Anfang bis Ende gehört haben und geschaut haben, wie ich hier rumhantiere und euch golem.de vorlese. Es war wirklich jetzt golem.de. Ich werde nicht von denen gesponsert. War das jetzt schon ein Verstoß gegen Artikel 13? Das müssen wir wahrscheinlich im anderen Vlog klären. Bis zum nächsten Mal. Ciao.